Hello. Welcome to the RPE examination module. This is an examination for the entrance in our organization. We are going to show you a few images, and you will choose if they seem scary or not. Please be honest towards your answers, as it okay. is for your own safety. Also uns werden Bilder gezeigt und er fragt uns, ob wir das gruselig finden oder nicht. Ton sehr leise. Ja, warte mal, ich probiere es mal ein bisschen lauter zu machen. So, Koffer. Oh, und das habt ihr. So, ich glaube, wir lassen das mal so, wa? Irgendwie, weil diese Quäkgeräusche sind wirklich mies irgendwie. Okay. Scary oder not scary? Naja, ich weiß nicht. Also, ich find's scary. Okay, scary, not scary. Ja, so ein Skelett. Irgendwie kennen wir aus dem Biologieunterricht. Not scary. Oh, auf jeden Fall scary. Was? 14AJJR5? What? Ugh. Ja, finde ich unheimlich. Finde ich unheimlich. Also, wenn du machst du die Tür auf irgendwie, dann kriegt dich so was an so. Fürchterlich, finde ich nicht gut. Scary. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte, also da steht eine Person, eine ziemlich große Person, die keine Sicht hat, die so ein Loch im Gesicht hat, wa? Kann das sein? Scary as F-U-C-K, ey. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Ja, scary. Also, eklig. Finde ich unangenehm. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch ebenfalls mal in den Chat drin hauen, irgendwie, wie ihr das findet. Was ist das? Ist das ein Virus oder irgendwas? So also eine Elektronenmikroskopaufnahme? Hm. Not scary. Bin schon raus. Oh. Bestehend aus lauter Zähnen oder was? Oh Gott. Finde ich scary. Finde ich unheimlich. Ja, ist genau wie das. Ach ja. Mm. It's here? It's here? Oh, fies. Sieht fies aus, aber. Aber, naja, das ist schwierig irgendwie. Sieht aus wie ein Dämon, habe ich auch schon mal, weiß ich nicht. Könnte auch eine Slipknot-Maske sein, ich weiß nicht. Macht mir jetzt tatsächlich nicht so viel Angst. Also, wenn ich es im Dunkeln sehen würde, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber so muss ich sagen, sorry, it's not scary. Oh, fett entstellte Gesicht. Ja, weiß ich nicht. So für sich allein stehen, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Weiß ich nicht, wenn ich nachts an der Bushaltestelle angesprochen werde, so, hallo? Ich hab da mal was im Auge, kannst du mal gucken? Würde ich blöd finden. Würde ich doof finden. Oh, ich bin viel zu dicht am Bildschirm. Ja, das sind wir, glaube ich, alle gerade irgendwie. Du so, wo ist denn das? Ich sag scary. Oh, nee, ja, sowas finde ich schlimm. Du siehst keine Augen irgendwie und dann sieht alles nach Schrei und Schmerz und Qual aus. Scary. Gar keine Frage. So, dann haben wir wieder. Testsubjekt alive? Was ist das? Was ist das für ein Was ist denn das? Also wir sind doch der Testobjekt, wir sind doch getestet worden, wa?
Obwohl dieses Kamera, das fing schon gruselig. Why do you make us suffer? Wieso lässt du uns leiden? Oder wieso fügst du uns Leid zu? Running won't work. Play dead. Was? Okay. Ja, ist interessant eigentlich, ne? Komplette Schwärze. Ist die unheimlich für euch oder nicht? Ja, mal interessant. Wie ist es bei euch? Ist komplettes Schwarz für euch schreckenerregend? Oder heißt Dunkelheit und Schwärze auch Ruhe? Schlaf? Nein, wenn die Augen zumachst, ist ja auch nicht gleich. Ne? Auf der anderen Seite steht es für Blindheit. Also ist doch mal die Frage, was suggeriert man drin irgendwie? Okay, nicht wirklich. Ist schwierig, tatsächlich. Ist schwierig, wenn man mal drüber nachdenkt. Na gut, okay. Dann sagen wir mal nicht... Not scary. Do you fear God? Ach, ey. Ja, das ist jetzt... Also, da geht jetzt mal nur ganz von mir aus irgendwie... Nein. Weil ich halt nicht an Gott glaube. Do you fear the devil? Im Umkehrschluss natürlich ebenfalls nicht, weil gibt's den Gott nicht, gibt's auch keinen Teufel. Fürchte ich Lügen? Also habe ich Angst vor Lügen? Naja, man wird halt nicht gern belogen, aber Angst vor Lügen halt jetzt nicht. No. Do you fear the truth? Also, wenn mir jetzt keiner sagt, so irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee. Ich hab keine Angst vor der Wahrheit. So viel losing your loved ones. Na klar, natürlich. Ich finde das wie eine Frage. Habe ich Angst vor der Liebe? Habe ich Angst vor der Liebe? Nö. Habe ich Angst vor dem Tod? Naja, was heißt Angst vor dem Tod irgendwie? Ich weiß nicht, der Tod ist für mich momentan nichts, was jetzt irgendwie ein dauernder Begleiter meines Alltags ist irgendwie. Ich weiß nicht, der kommt entweder mit Krankheit oder mit Alter irgendwie, aber jetzt momentan, muss ich sagen, fürchte ich den Tod nicht, weil er für mich halt einfach noch viel zu weit weg ist. Also der ist nicht greifbar für mich, irgendwie, wenn man es so nennen möchte. Also, no. Do you fear suffering? Oh ja, habe ich Angst vor Leiden? Ja, davor habe ich Angst. Möchte nicht leiden. Möchte auch, dass keiner meiner Lieben leidet irgendwie oder meiner Freunde. Eigentlich. Bin nicht gut. Habe ich Angst vor mir selbst? Habe ich Angst vor mir selbst? Nö. Eigentlich nicht. Ich bin jetzt nicht schizophren oder ist jetzt nicht so, also nicht, naja, nicht falsch verstehen, sondern ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie irgendwas Dunkles in mir habe, bei dem ich Angst habe, dass es ausbricht. Irgendwie. Ja, dass ich irgendwas in mir spüre, irgendwie, was ich nicht erklären kann. Und so. Nö. Ich finde mich doof. Fürchtest du mich? Ja, wer bist du? Der Fernseher? Fürchte ich den Fernseher? Das Spiel? Was ist es? Do you fear me? Tja, die Antwort ist schwierig. Ja oder ja? Na dann. Wir sind wieder im Wald.
Aber grundsätzlich mal interessant, sich diese Fragen selbst mal zu stellen. Don't know how many of us died here. War schön, du weißt nicht, wie viele von uns gestorben sind. Wir haben alles getötet. I saw the right from front of my eyes. Okay. They were torn apart. Flesh and blood. Could not save them. All I did was pray that I was next. But did you not help me, God? Examination recorded. You will may mail your results by the next Sunday. Thank you. Have a good day. Ja, Lieben, das war Examination, Examination of Fear. Interessant. Mal was anderes. Mal was anderes. Wenn ihr Freunde von mal was anderes seid, dann lasst euch gerne die Norm in nördlicher Richtung da. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.